Wie weit geht ein Mensch, wenn er nicht mehr gehen kann? Lea geht. Eine Geschichte, die am Ende beginnt. Ein Kreis, der sich schließt, weil jeder Mensch auf seinen Wegen, seinen Bahnen unterwegs ist, das eigene Zentrum zu erfassen. So wie jedes Leben mit dem erstaunten Glockenklang eines ersten Herzschlags beginnt, um im Echo eines letzten zu verhallen. Lea geht. Der Roman von Christian Scheinhardt über die Geschichte eines Mädchens, eine junge Frau, die auf ihre ganz eigene Weise geht. Lea geht.